Ich begrüße euch alle zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Oh Mann, mir läuft immer noch kalt den Rücken rüber, wenn ich an die letzte Aufnahme denke. War das vielleicht abgefahren? Meine Güte. Aber okay, wir machen weiter hier in dem Waisendorf im Buckelsumpf. Alles so verrückt, Leute. Alles so verrückt. Okay. Ich würde sagen, bevor wir zum Weidler gehen, gehen wir erstmal da in die Richtung der beiden Fragezeichen, der beiden Sehenswürdigkeiten. Denn wir wollen ja auf jeden Fall hier die Ecke noch fertig erkunden. Wir haben ja auch die Wegkreuzung oben bereits entdeckt. Oh Mann, also die Sümpfe, ich muss sagen, dafür, dass sie an sich ja eigentlich so karg, so trist wirken. Atmosphärisch der Wahnsinn. Ja, ich komme nicht weg. Danke. Das war mir jetzt echt unfair. Oh Mann. Ekelhafte Mistviecher, Krabbelspinne. Nee, danke. Wie sieht das Vieh denn aus? Krabbelspinne. Pfui, pfui, pfui. Wobei die Krabbelspinne alleine vermutlich gar nicht so stark sein wird. Bist du hässlich. Das war knapp. Aua. Joa. Endriagenkrieger, nicht das große Problem, aber diese Krabbelspinne. War es eine Krabben- oder Krabbelspinne? Ich meine, Krabbenspinne kennen wir aus Witcher 2. Ah, sehr schön, Rehhaut. Fleisch wäre mir natürlich am liebsten. Da ist sie. Krabben oder Krabbel? Das ist hier die Frage. Die Viecher kommen zurück. Schnell weg hier. Widerlich. Nee. Wir gehen in Richtung des Fragezeichens, Leute. Das reicht mir. Oh Mann. Der Stufeaufstieg steht so kurz bevor, dass ich ihn schon förmlich riechen kann. Vermutlich leicht übertrieben. Ah. Ein etwas freudiger Soundtrack. Ein bewachter Schatz. Das höre ich doch gerne. Boah, Gift, wie es aussieht. Armbrust, Waffenreparaturset, Deitwin. Eine schicke Klinge. Oh.
Besser als unsere. Sieht auch schick aus. Nehmen wir auch. Die Hose ist 104 wert, 146. Das Greifschwert ist noch besser, dauert aber noch, bis wir was benutzen können. Die Handschuhe plus 15. Da kann ich nicht widerstehen. Wobei, nee, die ganzen Resistenzen sind mir lieber. Tut mir leid. So. 760 wert. 104. Wir sind nicht mehr überladen, das ist schön. So. Ein neues Silberschwert. Ja, kann man mit leben, sicherlich. Sehr schön. So, die Weltkarte. Da. Quasi direkt geradeaus. Ja, und wie gesagt, es ist auch ganz schön, mal ohne Plötze ein bisschen hier durch die Gegend zu streifen. Oh, oh. Da wäre die Gefahr gewesen. Wir haben echt Glück. Ah, ein Banditenlager. Jetzt auch schon etwas länger her, dass wir eins gefunden haben. Wir ziehen dir die Haut ab, wie ein Mann. Der ist gerade durch die Brücke gefallen. Okay, die Fackel wollte ich nicht rausholen. Na komm her, wenn du dich traust. Oder kommst du da nicht weg? Nicht nur Flüche, mein Freund. Für Temerien, das sehe ich. Tut mir leid. Und das hier ist sicherlich die Truhe. Naja. War aber ein recht armseliges Lager, wenn ich das mal sagen darf. Okay. So. Was haben wir noch in der Nähe, damit wir direkt alle Orte gefunden haben? Ja gut, da müssen wir jetzt natürlich wieder querfeld einlaufen. Da können wir auch gerne mal Plötze rufen. Ah, jetzt kommen wir dem Baum entgegen, ich verstehe schon. Dort ist der Baum. Probieren wir es mal. Ob wir hier durch den Wald durchkommen, ich weiß es nicht. Sieht abenteuerlich aus, es wird steiler. Und steiler und Warge und Wölfe. Oh, komm, Plötze. Oh, super. Oh, was war das denn? Hilfe. Plötze. Plötze. Gibt's denn keine Abkürzung? Langsam, langsam. Lauf, Plätze. Ich will da vorne lang gehen. Hier kommen wir nicht weiter. Und da kommen wir nicht hoch. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe das Ende der Welt entdeckt. Ja, hier gibt es Drachenkehr um. Ich habe schon verstanden. Wir sollten... Ah, okay. Okay, ich war ein bisschen übereilig.
Vielleicht lag es daran, dass uns so ein riesiges Wyvern-Vieh verfolgt hat. Gibt's denn keine Abkürzung? Ich weiß es nicht, Geralt. Hallo. Hallo. Freut mich auch, dich zu sehen. Plötze. Mach, was du machen sollst. Schicke Aussicht, aber die Frage ist, wie kommen wir zu dem Baum? Nicht so schnell, Plötze. Ich muss doch irgendwo einen Aufstieg geben, oder nicht? Los, lauf! Angeblich soll sich dort unten ein Weg befinden. Wow. Wow. Los, los. Was ist jetzt los? Bald ist Plötze kaputt, wenn ich so weitermache. Hier ist doch kein Weg, Leute. Wo ist hier auf der Karte denn Weg markiert? Ah, jetzt bin ich total verwirrt, wisst ihr? Komm schon! Wir reiten jetzt mal hier in Richtung des Wassers. Weiter so, Plätze. Also im Gelände macht sich Plötze nicht ganz so gut. Reißt ihn die Eier ab! Oh, jetzt bist du dran. Der nächste verflucht uns! Glaube ich eher weniger. Aua. Stufenaufstieg. Wie ein Mann. Haltet die Schnauze und kämpft. Stirb. So. Das war sein Arm. Da machen wir wieder die Gedankenkontrolle. Axi, das macht das Ganze viel einfacher. Und erledigt ihn mit einem schönen Kopfschlag. So. Tja. Aber wie man zum Baum kommt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Leder, Silber, Phosphor, Silbererz, Barren, Kohle, Bolzen, Bolzen, Armbrust, Kronen. Jetzt habe ich das Bild umgetreten. Wir haben eine Armbrust gefunden. Stufe 18. Stufe 21, 7 bis 9. Die ja weg, das ist ja Quatsch. 18, so. Kann die auch weg. Die Bolzen behalten wir. Ja, ich schaue gerade. Aber wir sind gar nicht mehr überladen. Alles klar. Plötzlich steht hier schon am Schiffchen. Oh. Neblingabsund. Axtkämpferstiefel brauchen wir nicht. So. Inventar. Zwei überladen. Wie viel ist die Kleidung wert? 167. Weg damit. Ah, ich weiß ja auch nicht, wo wir das ganze Gewicht haben im Nachhinein. Es ist so viel jedes Mal. Kette kann weg. Schafsfell.
Kerzen, Puppen, Tintenfass. So. Plötze? Also Plötze, ich glaube, der geht nicht mehr ganz so gut. Jetzt nach der harten Tour hier. Da hinten soll noch ein Ort sein. Also ich glaube, das ist ja alles gar nicht mehr. Hier ist doch auch gar keine Straße. Was sagt mir denn die Karte da oben? Okay. Aha. Okay, führt das zu dieser Siedlung? Aha, okay. Was ist das? Tschö. Lieblinge Stufe, was weiß ich was. Nee, danke. Aber ich frage mich, führt der Weg hier dann etwa zum Baum hoch? Theoretisch könnte es ja sein. Wenn man weiß, wie man die Ertrunkenen erledigt unter Wasser, ist das gar kein Problem. Wo sind wir hier? Hallo? Okay, wir haben, glaube ich, einen Ausgang gefunden. Der uns aber nicht weiterhilft. Okay. Dann wieder raus hier. Oder haben wir da noch etwas? Ne. Okay, das heißt, da hätten wir nur einen Ausgang. Ich weiß nicht, wie man zu dem Baum kommt, Leute. Tut mir leid. So. Und so. Wir können ja mal darüber gehen oder rüber schwimmen, eher gesagt. Wobei ich hier keinen Wegpunkt erwarte. Straße zum kahlen Berg. Wer hätte das gedacht? Hier ist ein Wegpunkt. Ah. Vermutlich kommt man durch das Dorf zum Berg, aber die Neblinge sind zu stark für uns. Logische Erklärung gefunden. So, Schnellreise. Wir sind da.
Uns fehlt natürlich noch hier die ganze Ecke hier unten. Aber ich würde jetzt tatsächlich gerne erstmal hier hinreisen, nach Schwarzzweig. Und erstmal mit dem guten Weideler reden. Meine Güte, wir haben jetzt wieder so viel entdeckt, so viel geschafft. Es ist einfach unglaublich. Aber wir leben. Und ich muss sagen, also ich habe heute relativ viel aufgenommen, relativ viel The Witcher gespielt. Aber auch riesige Fortschritte gemacht, meine Herren. Also, ja, ich denke mal, ich bin schon ordentlich vorangekommen. Bis zum Morgen meditieren, bitte. Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt wird mit der letzten Hoffnung. Du hast aber einen schönen Anhänger. Opa, Opa, erzähl uns ein Märchen. Welches denn? Opa, Opa, erzähl uns ein Märchen. Viel mehr bleibt den Kindern hier auch nicht, um Hoffnung zu schöpfen und etwas von einer heilen Welt zu erfahren. Kaufmann! Willst du etwas kaufen oder dich nur um? Beides. So. Oh, hat der viel Geld. Da können wir alles loswerden, was wir haben. Bist du. Toller Händler. Toller Händler. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Wir werden dann erstmal zum Weideler gehen. Und danach müssen wir auch auf jeden Fall definitiv einige weitere Nebenaufgaben erfüllen. Die sammeln sich mittlerweile. Aber wie gesagt, all das erst beim nächsten Mal. Auch den Stufenaufstieg müssen wir noch verteilen. Es gibt noch viel zu tun hier bei The Witcher 3. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.